Mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit hat er das. Mhm. Batman, was ist passiert? Joker ist entkommen. Er hat sich eingeschlossen. Er hat deinen Vater. Dad. Keine Angst, ich hole ihn zurück. Okay, ich weiß, aber... Oracle, ich hole ihn zurück. Joker wird nicht gewinnen. Das lasse ich nicht zu. Ich fange da an, wo er entführt wurde. Ein Wächter namens Frank Bowles hat ihn angegriffen. Wenn ich Frank finde, finde ich deinen Vater. Bruce, beeil dich, bitte. Ich wette, du fragst dich, wie ich das gemacht habe. Der große Detektiv wird vor allem den Hinweis übersehen. Das mit mir und Frankie geht lange zurück. Ich habe ihn vor ein paar Jahren aus einer schwierigen Lage befreit. Also wenn ich Sicherheitscodes brauche oder einen alten Mann niederschlagen will, dann weiß ich, wen ich fragen muss. Frank Bowles, du Verräter. Ah ja, den kennen wir doch. Oswald Cobblepot. Im neuen Film gespielt, by the way, von Colin Farrell. Sehr, sehr geile Performance. Auch nicht wiederzuerkennen, der Mann. Ich hoffe, das tut weh, du Schwein. Mann, der hat... Das ist Batman! Das war ein... Rear Hook. Zwar nicht auf die Leber, aber bin mir fast sicher, dass bei Batman das schon fast keine Rolle mehr spielt, ob der auf Leber geht oder nicht. Er macht dich einfach kalt. Oracle, ich bin bei den Arrestzellen. Ich kümmere mich um den Tatort. Wie lautet der Plan, etwas in diesem Raum zu isolieren, was speziell Bowles gehört? Ja. Genau. Bowles hat seine Flasche fallen lassen. Schlampig. Mal sehen, was der Forensik-Scanner empfängt. Ganz kurz will ich auch nur mal sagen, diese Attention to Detail, ja, wir haben vorhin gesehen, beziehungsweise zu Beginn, wie Frank Bowles sich, nachdem wir den Joker reingelassen haben, in die Arrestzelle eingekippt hat. Das ist diese besagte Whiskyflasche, die da liegt. Das ist so genial, ich liebe diese Aufmerksamkeit fürs Detail. Ich kann Alkoholspuren von Franks Bourbon in der Atmosphäre ausmachen. Oracle, ich habe eine Spur. Das ist toll, folge ihr. Ich sammle alle Informationen zu Arkham, die ich finden kann. Vielleicht nützen sie uns später. Aua. Mhm. Wie machen wir den Quatsch aus? Hallo? X und ich habe einen Plan. Und ich kann ja auch nichts herausbringen. Oh nee. Mormon. Will es überhaupt, dass wir... Aha. Alex ist auf jeden Fall kein Batman, weil er ist kein Big Brain Move. Ich bin auch kein Big Brain Move, ich bin einfach kein Big Brain. Ihr wisst, was ich meine. Dann auf geht's. Bowles, wenn ich dich kriege, mach dich auf was gefasst. Moment. Ich toleriere keine von diesen Joker-Zähnen hier. Blöd. Unzuverlässig. Wie ist Joker freigegeben? Sei still. Was ist los? Natürlich ging der hoch. Batman! Mr. J will nicht, dass du uns schon verfolgst. Na denn. Tschüssikowski. Ich hab's nicht mehr voll. Du bist nach unten gefangen, bis ich durfte wieder Jay Zeit haben.
Okay. Gordon wurde mit dem Fahrstuhl an die Oberfläche gebracht. Wenn ich ihnen folgen will, muss ich es auf die altmodische Weise tun. Na gut. Hauptsache, wir kommen voran. Wir spielen hier eigentlich auch irgendwie Assassin's Creed, aber auch gleichzeitig nicht. Hey, Bad! Hey, Bad! Ich hab hier was, was du dir anhören solltest. Harley und Frank sind mit dem alten Mann schon fast aus dem Gebäude raus. Wie wollen sie an all den Wachen vorbeikommen? Hören wir mal zu. Hey, Frank, wo warst du? Es kommt noch mehr von Jokers Männern her. Sie sind auf dem Weg zum Anstaltseingang. Wir müssen verhindern, dass sie reinkommen. Schnell! Komm schon, sicher die Augen an! Wie viele sind es, Bolt? Warte mal, woher zum Teufel weißt du was? Bolt! Frank, was machst du da? Nein, leg das hin! Frank, was zum Teufel? Bolt, es ist sicher! Dieser Verräter, ey. Du bist mir einer, Frankie. Ein Mädchen könnte sich in einen wie dich verlieben. Oh. Flirte nicht mit der gemieteten Hilfskraft, mein Lieber. Kommen jede Minute noch mehr Wachen vorbei. Lass sie nicht entkommen. Keine Angst, Süßer. Du weißt, ich hab nur Augen für dich. Hast du das gesagt? Sieht aus, als ob das mit Frankie gut läuft. Ein weiteres wird wohl das Baby für die Organisation. Die Organisation. Natürlich. Und was kommt als nächstes? Ein Krokodil? Ein Bane? Ich mag auch diese entspannte Musik im Hintergrund. So mysteriös und komplex. Warnung. Multiple Sicherheitslücken auf Ebene Hallo? A6. Okay, und weiter. Ich stelle mich auch gerade dümmer an, also es stimmt schon, aber... Hallo? Achso. Heißt nichts Gutes, weil wenn rot ist, dann steht die Ampel. Das heißt, wir können niemanden behandeln. Sie muss wieder grün werden. Chroniken von Arkham. Ich bin der Geist von Amadeus Arkham. Durch meine Handlungen habe ich diese verfluchte Stadt gerettet. Aber mein Fluch ist es, für immer verborgen zu bleiben. Meine Geschichte ist in die Seele Arkhams geschnitzt und wird nur denen enthüllt, die begierig genug sind, sie zu entdecken. Okay, Geist von Amadeus Arkham. Diese Wachen haben nicht gerade alles gegeben. Joker hat es recht, das ist einfach. Moin, Jungs. Das war dumm. Mit deinem Spinning Backkick to the Chest, alter Schwede. Was da noch alles lebt, ey. Noch nicht, aber ich nähere mich der Sache. Harley Quinn wollte mich aufhalten. Sie hat versucht, mich unter einem Fahrstuhl zu begraben. Hat's geklappt? Nein. Ich melde mich wieder, wenn ich die Spur zu Ende verfolgt habe. Tja, na denn. Es ist Arbeit zu vollführen. Darum arbeiten wir unermüdlich. Schläft. Einer von euch soll ihn fertig machen. Das war ja... Hä?
Ich dachte, also mir war schon klar, dass ich auch schwer wahrscheinlich gepunished werde, aber doch nicht so. Hä? Bitte. Oh, mein Kind. Sie wissen das. Ich muss es nicht. Ich will es aber. Okay, der Boss sagt, keiner kommt hier durch. Wenn ich was... Jokers Männer haben die Kontrolle über den Transferkorridor des Zellenblocks übernommen. Das ist nicht gut. Ich habe mich in das Funkgerät eines Wärters eingeklinkt. Hört sich an, als hätten Jokers Männer jetzt Waffen. Ich weiß. Ich stelle den Maskensichtmodus so ein, dass er bewaffnete Gefolgsleute erkennt. Okay. Der direkte Weg ist Selbstmord. Ich muss schlau sein und einen anderen Weg vorbeifinden. Okay, dann. Das auch einfach nicht mitbekommen. Also wie leise willst du bitte sein? Kein Problem, Boss. Die Jungs sind gerade fertig. Die Arkham-Idioten... Sieh nur, wer das ist, ne? Brennen deine spitzen Ohren jetzt? Vielmehr leuchten meine weißen, hellen Augen. Oder vielleicht doch nicht. Ist doch eine nette Überraschung. Jay! Als Fledermaus verkleidet hat und rennt durch die Anstalt. Ich weiß, verrückt. Crazy. Ich glaube, die beste Lösung wäre, ihn von seinem Unheil zu erlösen. Das ist die einzige zuverlässige Hand. Dann versucht's mal. Schick sie alle. Joker will, dass er gefunden wird. Schwärmt aus. Das Gute ist, da liegen Shotgun-Shells, aber die nutzen alle vollautomatische. Und jetzt los. Well. That's sweet. Solltest dich aber vielleicht etwas reger umschauen. Wie eigentlich auch alle. Muss man fairerweise so sagen. Na gut, aber ich habe jetzt gerade auch einfach noch eine große Schnauze. Wenn es nachher schwer wird, dann... Uiuiui. Ja, ja, ich habe schon das Gefühl. Keine Sorge. Jay. Ja. Und da... Das war mal ein Frank Bowles. Haben, wie ich Gordon aufspüren konnte. Officer Bowles Spur endet hier. Okay. Aber erst einmal. Wir brauchen mehr Leben.
viel mehr. Wenn wir diesen Spaß überleben wollen, ich sehe sonst keinen Dings. Keine Schnitte. Da ist er. Riddy. Ja, ich bin es. Edward Nigma, der Riddler. Und viel wichtiger, dir intellektuell überlegen. Mein Genie hat es mir erlaubt, mich ganz einfach in deine primitive Kommunikation zu hacken. Mein Ziel ist simpel. Du erfüllst eine Anzahl von amüsierend kniffligen Herausforderungen und, naja, du wirst sehen. Bereit für die du erste? Du wirst sehen. Gut, aber sei vorsichtig. Schneid dich nicht an diesem scharf aufgenommenen Porträt. Ich weiß ja nicht. Der Anstaltsleiter heißt Sharp. Und ich könnte mich ja daran schneiden, weil es ja Sharp ist. Du hast es also geschafft? Gut gemacht. Ich hätte erwartet, dass auch ein da. Kind das lösen kann. Vom größten Detektiv der Welt mal abgesehen. Auch da sei gesagt, ich habe jetzt gerade wahrscheinlich einfach nur eine extrem große Schnauze, ja? Weil die Riddler-Sachen werden alle schwer. Ich habe rund um Arkham eine umwerfende Auswahl an Herausforderungen und Rätseln versteckt. Kannst du sie alle lösen? Wirst du alle meine Trophäen finden? Hey, Batman! Hey, Police Officer! Es war ein Massaker. Bowles kam rein und sagte allen, sie sollen den Vordereingang sichern. Er sprach davon, dass Jokers Armee durch das Haupttor kommen würde. Zwei meiner Männer gingen zum Ausgang und Frank hat sie erschossen. Sie hatten keine Chance. War Bowles allein? Ich dachte ja, aber dann sah ich Harley Quinn. Sie war umgeben von Blackgate-Gefangenen. Sie haben jeden im Raum getötet. Ich hatte keine Wahl. Ich bin da rein, hab die Tür verschlossen. Ich konnte auf dem Sicherheitsmonitor sehen, dass sie jemanden bei sich hatten. Es war wohl der Commissioner. Bowles ist tot. Sie haben ohne ihn weitergemacht. Er hatte wohl seinen Nutzen verloren. Gut, er war Abschaum. In Retrospekt wahrscheinlich schon. Es tut mir leid. Wie komme ich denn daran? Irgendwo gibt es einen Zugang dann wahrscheinlich. Hier hinter. Wäre zumindest anzunehmen. Du weißt nichts über Gotham, Jack. Okay. Wait. Moment. Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung des Programms und schalten live zu Jack Ryder in die Gotham Bay, wo es Neuigkeiten gibt. Hier ist Jack Ryder mit neuesten Nachrichten aus der Gotham Bay. Wir erhalten Berichte über eine bewaffnete Belagerung auf Arkham Island. Vor 2 Minuten hat Joker allen Sendern diese furchteinflößende Nachricht geschickt. Schönen Gruß, Gotham. Das ist die Stimme eures neuen Herrn. Oh, wartet. Ich hab was ausgelassen. Hier ist Joker. Arkham Island steht unter meiner Kontrolle und ist für euch Sperrgebiet. Wenn hier irgendwelche Gesetzeshüter wachen, oder Gutmenschen in Strumpfhosen auftauchen, lasse ich in ganz Gotham Bomben explodieren. Wo wird es sein? In einem Kindergarten? In einem Krankenhaus? In einer Milliardärsvilla? Letzteres nicht. Kann Batman bestätigen. Der Zugang zur Insel ist beschränkt worden. Der Luftraum ist Okay. Wir wissen Bescheid. Let's go. So, let's roll. Ja, Mann. Ich kann das Ding schieben, oh mein Gott. Physics, ich meine Physik. Wait. Ah ja. So. Und gleich sehen wir das wunderschöne Gotham, beziehungsweise das wunderschöne Arkham Asylum. Man kennt's halt. Eieieiei.
Oh, und da hinten unser Turm vom Wayne Enterprise. Ganz großer Flex, by the way. Ist ja auch richtig. Batman, du bist rausgekommen. Was passiert da hinten? Wir wurden hierher geschickt und dann gingen die Funkgeräte nicht mehr. Sie spielen immer wieder dieses verdammte Lied. Joker hat die Kontrolle über die Insel. Er hat euch hierher geschickt. Wie ist er rausgekommen? Ich meine, du bist hier und... Ein Wächter der Anstalt von Arkham namens Frank Bowles hat euch alle betrogen. Er hat Joker bei der Flucht geholfen und wurde von ihm getötet, als er ihn nicht mehr brauchte. Das nenne ich Loyalität. Brauchst du Hilfe? Nein, du und deine Männer sind hier sicherer. Falls ich was brauche, finde ich euch. Okay. Kann mich jemand hören? Hallo, ist da jemand? Leute, Commissioner Gordon. Wohin mussten wir dafür? Ich hab's schon wieder vergessen. Das ist alles nicht so gut. Wir laufen einfach drauf zu, was das Zeug hält. Na, Jungs. Joker ist wieder frei. Nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Moment, warum mache ich das überhaupt? In den meisten Sachen kann man einfach reinlatschen, genau. Wer bin ich denn? Ein Verrückter im Fledermauskostüm, der einfach überall reinklettern muss von oben? Meistens schon. Gott sei Dank, du bist. Nicht immer. Hast du Joker schon gefasst? Nein, aber ich werde ihn aufspüren. Nein. Ich möchte, dass sie hier bleiben und jeden Versuch, in die Villa zu kommen, unterbinden. Wie du meinst, Batman. Jedenfalls kommt keiner an mir vorbei. Guter Mann. Ist irgendwo ein Zugang, den ich... Nee, wir steppen raus. Was zum... Oracle, setze das Batmobil-Abwehrmaßnahmensystem außer Kraft. Ich habe den Alarm gesehen. Was ist los? Wo bist du? Ich bin außerhalb der Arkham-Villa. Wahrscheinlich hat Harley Quinn den Alarm ausgelöst. Wenn sie Gordon noch bei sich hat, könnte er verletzt werden. Okay. Das Batmobil ist immer noch außerhalb des Intensivbehandlungsgebäudes in Nord-Arkham geparkt. Ich habe dir einen Plan der Insel geschickt. Wichtige Orte wie den Standplatz deines Autos habe ich markiert. Danke dir. Danke, Oracle. Du bist ein Schatz. Okay. Dann bewegen wir jetzt unseren Arsch dahin. Denn wir müssen mein Auto beschützen. Welche Versicherung soll das tragen? Okay, gut, wir brauchen streng genommen keine. Aber ich will auch kein Geld dafür ausgeben. Das ist alles hart verdient. Mit Aktiensachen und so ein Zeug. Anlegen und man kennt ihn. Um Himmels Willen, Leute. Ja, Baby. Ja.
mit einem Superman-Punch ins Nirvana geschlagen. Dunn. Es gibt einen Vorrat an Explosivgel im Kofferraum des Batmobils. Vielleicht Zugriff. Das gute alte Explosivgel. Bräuchte ich auch im echten Leben. Nur bitte halt nicht zu gefährlich. Harley hat das Auto zerstört. Sieht aus, als hätte es eine Rangelei gegeben. Ich muss die Gegend um das Batmobil absuchen. Da könnte ich einen Hinweis finden, wohin sie geht. Noch gar nicht mal so schlimm aus. Oh. Wild Country, Gordons Lieblingstabak. Gordon ist schlauer, als er aussieht. Er hat mir eine Spur hinterlassen, der ich folgen kann. Oracle, ich habe eine Pfeife gefunden. Schlauer, als er aussieht, hä? Seines Vaters eingeschnitzt. Die habe ich ihm letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Er würde sie niemals zurücklassen. Genau. Er hat mir eine Spur hinterlassen. Er lebt, Barbara. Guter Mann. Aber erstmal. Hat jemand die große böse Fledermaus gesehen? Er sieht vielleicht wie ein Idiot aus und ihn. Aber lasst euch täuschen. Er ist wirklich ein Idiot. Er ist wirklich ein Idiot. Bruder. Da mache ich ja bessere Witze. Verschlossen. Ich muss einen anderen Weg finden, um wieder auf Gordons Spur zu stoßen. Natürlich. Die Wand vor mir ist. Mit dem Explosivgel kann ich einen Weg freisprengen. Zess zählt darauf, dass du seine Arbeit findest. Aha. Ich sehe sie schon. Das ist nicht sehr. Warte. Absolut nicht vorhanden, bin ich auch brutal ehrlich. Aber ist das nicht die Arbeit von Victor Zsasz? Well, well, wir finden es ja andermal raus. Unfortunately. Sagen, das sieht er nicht. Alter, in der Peripherie sieht man sowas, aber nicht, wenn es Batman ist. Dann hat er ihn nämlich. Und dann ist einfach...